Meine Damen und Herren, in Iran sind in den letzten Tagen erneut mehr als 150 Menschen hingerichtet worden und offensichtlich steigt die Zahl der Hinrichtungen immer schneller an. Der Teheraner Generalstaatsanwalt hat deutlich gemacht, dass auch Kinder von der Hinrichtungswelle nicht verschont bleiben. Bei der Strafzumessung könne das Alter keine Rolle spielen. Er appellierte an die Eltern, auf den Umgang ihrer Kinder zu achten. Im Tagesspiegel lesen wir: Es ist eine fürchterliche Mischung von Fanatismus, Inkompetenz und Angst, die zu den erschreckenden Zuständen geführt hat, die heute in Persien herrschen und zu denen das Weltgewissen erstaunlicherweise weitgehend verstummt ist. Da wird die ganze Bevölkerung zu Spitzeldiensten aufgerufen. Eltern sollen ihre Kinder, Kinder ihre Eltern denunzieren. Aber schlimmer noch, zwei Zeugen genügen, um ein Todesurteil in einem Schnellverfahren und die Hinrichtung noch am Tag der Festnahme zu bewirken. Jetzt sollen sogar Kinder zur gleichen blutigen Rechenschaft gezogen werden, wenn sie bei regimefeindlichen Demonstrationen gefasst werden. Fünf Tage vor Beginn des zweiten Teils des Nationalkongresses der polnischen Gewerkschaft Solidarität haben die UdSSR und die DDR den Druck auf Warschau verstärkt. Moskau fordert von der polnischen Regierung notwendige Beschlüsse. Die amtliche DDR-Agentur ADN richtete einen beispiellosen Angriff gegen die Volksrepublik Polen. Die DDR rückt Solidarität in die Nähe der Nazis. Polen steht vor einer kritischen Woche und vor einem schweren Winter. Die Süddeutsche Zeitung meint, Parteichef Kania und Ministerpräsident Jaruzelski haben die Chance einer Verständigung mit der Gewerkschaft Solidarität wahrscheinlich vertan und deren Führer streiten untereinander um Einfluss und um Bestimmungen des Kurses. Die wirklichen Probleme Polens sind aber im Augenblick einfacher. Sie drehen sich um die Frage, wie das Land, wenn nichts anderes geschieht, durch den Winter kommen kann. Der Karikaturist der Westfälischen Nachrichten sieht es so: Bulli gegen den Weltmeister. Kurz vor seinem Treffen mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko hat der amerikanische Außenminister Haig vor der UNO-Vollversammlung in New York von den Sowjets politische Zurückhaltung gefordert. Er rügte Moskaus Politik der Macht und sprach sich für eine ausgewogene Rüstungskontrolle aus. Der US-Außenminister warnte Moskau nochmals vor einer Intervention in Polen. Die neue Osnabrücker Zeitung stellt fest: Der Amerikaner ist vor dem Weltforum in die Offensive gegangen, ohne sich in der Pose eines Scharfmachers zu gebärden. Er hat keine Türen zugeschlagen, aber auch keine Brücken für schnelle Fortschritte gebaut. Doch die Bereitschaft für eine ausgewogene und überprüfbare Rüstungskontrolle ist von ihm so eindeutig bekräftigt worden, dass Westeuropa die USA jetzt mehr denn je beim Wort nehmen kann. Das ist vielleicht weniger als die Optimisten von dieser Rede erhofft, aber mehr als die Skeptiker befürchtet hatten. Das, meine Damen und Herren, war die Presseschau. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Hausbesetzern ist es am Vormittag in Berlin bei der Zwangsräumung von 8 Gebäuden gekommen. Der Berliner Senat hatte die Besetzer in der vergangenen Woche in einem Ultimatum zur Räumung der besetzten Gebäude aufgefordert. Die Frist war in der Nacht zum Montag abgelaufen. Seit heute Morgen 10 Uhr versuchen 1800 Beamte der Berliner Polizei, die 8 besetzten Häuser zu räumen. Den stärksten Widerstand leisten gegenwärtig noch immer die Hausbesetzer hier auf dem Winterfeldplatz im Bezirk Schöneberg. Sie errichteten Barrikaden, warfen Steine und zündeten parkende Autos an. Die Polizei setzte Tränengas ein und ging mit Schlagstöcken gegen die Hausbesetzer vor. Vor allen 8 besetzten Häusern hatte die Polizei etwa um 10.30 Uhr die Besetzer über Lautsprecher aufgefordert, die Gebäude innerhalb von 15 Minuten zu verlassen. Dieser Aufforderung kam niemand nach. Die Hausbesetzer und mehrere Solidaritätsgruppen sowie Paten hatten bereits vor Tagen erklärt, sie würden bei der Räumung passiven Widerstand leisten. Berlins regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker hatte gestern noch einmal die Absicht des Berliner Senats bekräftigt, die 8 Häuser zu räumen. Die Fraktionen von SPD, FDP und AL im Berliner Abgeordnetenhaus hatten den CDU-Minderheitssenat dagegen aufgefordert, mindestens bis zur Parlamentssitzung an diesem Donnerstag zu warten, auf der über diese Problematik diskutiert werden soll. Die Räumungsaktion in den 8 betroffenen Häusern, von denen 6 der neuen Heimat gehören, dauert zur Stunde noch an. Gegenwärtig stellt die Polizei die Personalien der Besetzer fest.
Bundespräsident Carstens hat an die Staaten der Dritten Welt appelliert, für die Entwicklung ihrer Länder selbst mehr zu tun. Zur Eröffnung der internationalen Konferenz der politischen Stiftungen aller vier im Bundestag vertretenen Parteien sagte Carstens am Vormittag in Bonn, die Industrienationen könnten nur ihre Erfahrung anbieten und finanzielle Mittel bereitstellen. Die Programme aber sollten die Entwicklungsländer künftig selbst aufstellen und auch die erforderlichen Leistungen verstärkt selbst erbringen. Weiter sagte Carstens. Das Ziel, so zu werden wie die Industrieländer, hat sich, wenn man an das Interesse der Menschen denkt, nicht bewährt. Und viele Entwicklungsländer haben auch erkannt, dass sie ihre Entwicklungsziele eigenständig setzen müssen, aufbauend auf ihrer Kultur, ihrer Tradition und den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung. Die Ziele müssen die Entwicklungsländer selbst setzen. Und auch die zur Erreichung des Ziels erforderliche Leistung müssen sie selbst erbringen. Sei es die unternehmerische, sei es die organisatorische, sei es die erzieherische Leistung. Die Industriestaaten können nur helfen. Sie können beraten, sie können Erfahrung anbieten. Sie können Alternativen aufweisen. Sie können auch finanzielle Mittel bereitstellen. Aber der Erfolg wird letzten Endes von den Entwicklungsländern selbst abhängen. Die Entwicklungspolitik steht auch im Mittelpunkt eines Meinungsaustausches, zu dem Bundeskanzler Schmidt heute Mittag zu seinem Amtskollegen Kreisky nach Wien reist. Daneben gilt der Besuch auch der Pflege gut nachbarschaftlicher Beziehungen zwischen Bonn und Wien. Bundesaußenminister Genscher hat gestern Abend am Rande der UN-Vollversammlung in New York mit afrikanischen und asiatischen Politikern internationale und wirtschaftspolitische Fragen erörtert. Dabei ging es insbesondere um die für Ende Oktober geplante Nord-Süd-Konferenz in Mexiko. Bundesverkehrsminister Hauff hat heute Morgen in Peking eine Vereinbarung über die deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Eisenbahnwesen unterzeichnet. Der Vertrag gilt zunächst für 5 Jahre. Er ist auch die Basis für deutsche Exporte zur Modernisierung der chinesischen Eisenbahn. Die Deutsche Bundesbahn wird Erfahrungen mit moderner Technik zur Verfügung stellen. Die belgische Regierung unter Ministerpräsident Eskens ist gestern Abend zurückgetreten. Zuvor war ein letzter Versuch gescheitert, die Stahlkrise im französischsprachigen Teil Belgiens in den Griff zu bekommen. Damit ist zum 4. Mal innerhalb von 16 Monaten in Brüssel eine Regierung gestürzt. Eskens war Chef einer 4-Parteien-Koalition. Nicht nur die geplante finanzielle Rettungsoperation für die zumeist veralteten wallonischen Stahlwerke war der Grund des Rücktritts der belgischen Regierung, einer großen Koalition, sondern auch eine Kette von Reibungspunkten wirtschaftlicher und kultureller Art zwischen den beiden großen Volksgruppen des Landes, Flamen und Wallonen. Nach 5 Monaten stürzte das 31. Nachkriegskabinett, weil die Minister der wallonischen Sozialisten für die Sanierung ihrer Stahlwerke absolute Priorität verlangten und diese mit einem Streik im Kabinett unterstrichen. Ich will den Ernst der Lage nicht unterschätzen. Der Rücktritt der Regierung ist eine Konsequenz unzulässiger Vorgänge im Kabinett. Die Stahlfrage ist nicht der eigentliche Grund der Demission, sondern es waren die Methoden, die man jetzt einführen wollte. Nach meiner Ansicht konnten diese Pressionen auf keinen Fall geduldet werden. Schon lange stehen große Gruppen der belgischen Bevölkerung der Regierungsarbeit völlig desinteressiert gegenüber. Deshalb rechnet man bei eventuellen Neuwahlen auch mit sehr vielen ungültigen Stimmen und erheblichen Gewinnen der kleinen Interessenparteien. Da der Staat durch Kapitalflucht und Steuerhinterziehung nur noch vor leeren Kassen steht, sind auch Privatbanken nicht mehr bereit, der Regierung Kredite einzuräumen. In Warschau verhandelt seit heute eine sowjetische Delegation mit der polnischen Führungsspitze über die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Sowjetischer Delegationsleiter ist der stellvertretende Ministerpräsident und Vorsitzende des Planungsausschusses bei Barkow. Die amtliche polnische Nachrichtenagentur PAP meldet außerdem, die sowjetischen Gäste seien einer polnischen Einladung gefolgt. Politische Kreise in Warschau weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Sowjetunion eine drastische Kürzung ihrer Wirtschaftshilfe an Polen vornehmen konnte, um auf die innenpolitische Entwicklung in ihrem Sinne einzuwirken. Der stellvertretende polnische Ministerpräsident Rakowski hatte gestern Abend erklärt, der Verlauf des Kongresses der Gewerkschaft Solidarität in Danzig habe bewiesen,
dass die Politik der Zusammenarbeit gescheitert sei. Er begründete dies mit der Forderung der Solidarität nach freien Wahlen in Polen und mit dem Appell an die anderen Länder des Warschauer Paktes, ebenfalls unabhängige Arbeitervertretungen zu gründen. Die Gewerkschaft Solidarität erklärte dazu, sie sei weiterhin zur Zusammenarbeit bereit. Der amerikanische Botschafter in Paris, Hartmann, hat vor den Auswirkungen einer sowjetischen Kampagne gewarnt, die dem Aufbau einer unkritischen Opposition gegen Kernwaffen in Westeuropa diene. Hartmann sagte gestern Abend in Washington vor einem Senatsausschuss, die Sowjetunion versuche in ihrer Propaganda, die Westeuropäer davon zu überzeugen, dass Atomwaffen in Europa für Europäer schlecht seien. Hartmann ist als neuer US-Botschafter in Moskau vorgesehen. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Kiep befürchtet für die Bundesrepublik nachteilige Folgen aus den Gewalttaten gegen amerikanische Soldaten und Militäreinrichtungen. Kiep erklärte heute in einem Interview, Attentate und Anschläge dieser Art führten vielen Amerikanern vor Augen, dass ihr Engagement in Europa fragwürdig sei. Weitere solche Gewaltakte könnten bewirken, dass die USA ihre Politik in Europa neu überdenken. Der mutmaßlichen Terroristin Sieglinde Hofmann wird seit heute in Frankfurt der Prozess gemacht. Es ist das erste Verfahren um den Mord an Bankier Jürgen Ponto. Der Bankier ist am 30. Juli 1977 bei einem Entführungsversuch niedergeschossen und tödlich verletzt worden. Für die Dauer des Prozesses sind in Frankfurt strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Erlemann, Entführer vor Gericht. In Köln wurde heute der Prozess gegen die vier Entführer des 11-jährigen Johannes Erlemann eröffnet. Die Angeklagten Karl-Heinz Odenthal und die drei Brüder Dieter, Horst und Werner Dutz sind geständig. Am 6. März hatten sie sich im Kölner prominenten Vorort Hahnwald wahllos ein Kind gegriffen, um mit dem danach erpressten Lösegeld ihre konkursreifen Firmen zu sanieren. 3 Millionen Mark erhielten sie von der Mutter des Kindes, dessen Vater, der Kölner Abschreibungskünstler Erlemann, zur Tatzeit in Untersuchungshaft war. 2 Monate später wurden die Entführer gefasst. Von dem Lösegeld konnten 2,3 Millionen Mark sichergestellt werden. Für die Forschungsprojekte der Bundesrepublik in der Antarktis wurde heute in Kiel ein neues Forschungs- und Versorgungsschiff auf Kiel gelegt. Mit dem Bau eines großen Polarforschungsschiffes in Kiel erhält die Forschung in den Eisregionen ein wichtiges Instrument. Schon in einem Jahr soll das 22.000 PS starke Schiff hier im Modell in Fahrt gehen. Die Kieler Hobalzwerke und die Werft Nobiskrug in Rendsburg teilen sich das 200-Millionen-Mark-Projekt in einer Arbeitsgemeinschaft. HDW Kiel übernehmen den Rohbau des 118 Meter langen Schiffs. Es soll für die Forschung, aber auch für die Versorgung der neuen deutschen Antarktisstation eingesetzt werden. Eingestuft in die höchste Eisklasse 7 muss der Eisbrecher Barrieren. Und ähnliche antikommunistische, antisozialistische Bestrebungen in der Solidarność unsere Beziehung mit den Nachbarn etwas belassen werden. Aber wenn es um Herausforderung für uns in Polen, für die Partei, für die Regierung geht, ich würde sagen, es ist zweifellos eine Herausforderung. Es ist das erste Mal, dass die Solidarność offiziell die Rolle des Parlaments erstens herabwürdigen möchte oder die Gesetze boykottieren möchte, auf eigene Faust Volksabstimmungen organisieren möchte, aber ob das die ganze Gewerkschaft, alle Millionen Mitglieder diese extremistische Haltung teilen, ich bezweifle es. Ich würde sagen, dass die Regierung und die Partei, das können Sie auch heute in der Presse bei uns lesen, zweifellos weiter auf dem Weg des Dialogs und der Verständigung sich befinden und weiter die Vereinbarungen von Gdańsk vom Sommer 1980 realisieren möchten. Aber die Vereinbarungen haben ja bestimmte Grenzen auch für die Tätigkeit, für die Aussagen des Solidarność ja begründet und auch diese Tätigkeit nach unserer Verfassung und Gesetzen beschränkt. Von der Nervosität und Aufgeregtheit in den Stellungnahmen aus Moskau und